Und da sind wir, zurück in der Stadt, die jetzt von mir vielleicht komplett ausgelöscht wird. Diese Vampire sind ziemlich stark. Das sind ja noch mehr. Anstatt die ganze Zeit Krieger, hätte ich jetzt vielleicht auch gerne nochmal einen Magier. Der da sieht aus wie ein Magier, oder? Weil ich glaube, wenn ich die einfach versuche, alle gefangen zu nehmen und alle umzubringen, die sind schon ziemlich stark, dann könnte es irgendwann... Ja, das wäre ein Magier. Seid ihr, um aufzuräumen? Das wurde aber auch mal Zeit. Wir sind kein verdammtes kein Aufräumteam hier. Nur Zerstörungszauber und keine Blutflecken zu entfernen, tja. Eigentlich hat er recht, nachdem diese Stadt nun uns gehört, diese Stadt gehört mit Sicherheit nicht dir. Da bleibt mir wohl nichts. Ja, jetzt komm mal her. Okay, das ist ein Magier. Jetzt mal ein bisschen Blut haben. Es ist ein Magier, da wird es jetzt nicht viel Sinn machen, die ganze Zeit in Konterhaltung zu sein. Zauberstärke Magieresistenz minus, okay, plus physische Resistenz. Du kriegst auch noch Magiefokus. Kampfhaltung, Magiefokus. Und der Werwolf, der bald tot ist. Konter minus Magieresistenz. Minus Zauberstärke, minus Angriff. Physische Resistenz, Geschwindigkeit. Wir gehen in die Angriffshaltung. Okay, Elaine ist noch rasend. Jetzt nicht mehr. Na dann komm mal her. Ich wollte... Was treibt ihr denn da? Ich wollte mal gucken, weil beim Umwandeln hat mir dieser Vampirkrieger unten 300 Erfahrung gegeben. Und ich will jetzt mal gucken, was die im Kampf geben. Oh je, der könnte eng werden. Schauen wir mal, ich teste mal den normalen Angriff. Feuerball greift mal an. Schlaf greif auch du mal an. Brüllende Verdünnung, das schlechter verteidigen kann. Blutung. Jetzt ist er brennt und... 1100! Was zum Henker? Warte mal, das sollte vielleicht Elaine machen. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, die ganzen Vampire werden wir zwar noch auslöschen, aber vielleicht noch nicht jetzt. Doppelschlag bei Angriff. Greift Asgard nicht gerade normal an? Jetzt durfte er natürlich zuerst ziehen. Ich will aber so einen Magier jetzt bei mir haben. Klingensturm. Darfst du vielleicht vorher ziehen? Alter Schwede! Ja, mal gucken. Okay, jetzt stirbt er. Mann. Wie viel Erfahrung kriege ich? 130 Erfahrung. Das heißt, ich krieg sogar noch weniger. Der beschworene Werwolf wurde vernichtet. Ja, das habe ich mitgekriegt. Dunkle Schatten. Ja, jetzt werde ich mal aufhören. Also ich werde die Stadt schon noch erledigen, aber das wird jetzt dann doch eine Runde zu hart. Ich würde sagen, die Vampire, Magier und Krieger in dieser Stadt laufen mir nicht davon. Aber die sind, nee. Das machen wir später, wenn wir mal ein bisschen Ausrüstung haben. Oh, die Welt kann nun frei erkundet werden. Mittels des Zufluchtszaubers jederzeit in sein Schloss, Halle der Opferung zurück an vorherige Positionen teleportieren. Fledermaus Asgard den Zufluchtszauber allerdings nicht nutzen. Vampire beherrscht die Städte Rote Kreuze. Ah, okay. Dafür stehen die roten Kreuze. Menschenbesetzte Städte als blaue Kreuze. Weiß, roten Kreuz, Standorte der Silbermine. Ach, schau an. Leicht zu erobernde Silbermine. Etwas südlich. Südwestlich. Und danach neue Ausrüstung in Linnak. Schlüsselgegenstände, Karte, Großformat allen Städten und Burgen. Menschenbewohnte sind Krieger in Heiligen Kreuzzug bewacht. Versuchen, an den Wachen vorbeizuschleichen. Wenn sie dich erwischen, wirst du den Kampf vermutlich noch nicht überleben. Voller Geheimnisse und Geheimnisse. Bestimmt findest du eine Menge von ihnen. Das glaube ich auch. Okay, jetzt habe ich Zugriff auf die Weltkarte. Na, schau an.
Allerdings gehe ich erstmal in Asgars Schloss. Ich werde diese ganze Welt. Was ist denn das? Ach, Silbermine. Okay, das ist sie schon. Da hieß es aber eine relativ leicht zu erobernde Silbermine. Ich gehe erstmal schnell in mein Schloss und schaue mal schnell, ob die ersten Krieger, die ich hier ins Schloss geschickt habe. Schon mitgenommen werden können. Versteckte Orte in roten oder grünen oder grauen. Grüne Farbe, noch etwas zu entdecken, die Monster für seine besiegbar sein sollen. Rote Fahne, noch etwas zu entdecken gibt. Die Monster sind vermutlich noch zu stark. Versteckten Ort erkundet, Geheimnis aufgedeckt, ändert sich die Farbe zu grau. Weißt du, wo sich das Erkunden noch lohnt? Fahnenfarbe achtest, weißt du immer, welche versteckten Gebiete aktuell nur erkunden solltest. Gelbe Fahnen. Nebenaufgabe von Bedeutung sind braun. Markieren Silberminen. Asker 6, der Sinn, diesen Zauber auf der Weltkarte benutzt ein Kompass den Weg zu einem bereits entdeckten, aber noch nicht erkundeten geheimen Ort an. Der seiner Stufe entspricht. Ein sehr nützlicher Zauber. Ach was. Gegner fehlen geheimlos noch über seiner Stufe. Schwierig, seinen Überblick zu behalten, wo du noch hinfliegen könntest. Steigender Charakterstufe, mehr geheime Orte. Ja, diese ganzen Tutorials. Also ich weiß ungefähr, wie es läuft. Aktuell kannst du diesen Zauber verwenden. Muss er vorher entsprechend geheime Orte erstmal entdeckt haben, bevor du hinführen. Erkunde weiter fleißig die Welt. Ja, das werde ich tun. Das macht natürlich die Erkundung insofern einfacher, weil sonst hätte ich halt die Weltkarte einfach von oben nach unten mit den ganzen Zwischenkämpfen abgelaufen, aber das muss jetzt wohl nicht mehr sein. Puh, Asgars Schloss. Mal gucken, Sarg auch Starre heilt. Dann könnte ich mir eventuell den Trank der Ewigkeit sparen, um Selene aus der Starre wieder rauszuholen. Das gucken wir uns einfach mal schnell an. Ist eigentlich die Kriegerin da oben ist natürlich weg. Na gut, dann steht mir die Weltkarte nun also offen. Guck an. Natürlich werde ich mich jetzt umgehen, bevor ich mit der Erkundung beginne, natürlich mit der Silbermine anfangen, weil das macht schon Sinn. Vorkommnisse? Nein, Meister. Selene wartet oben auf euch. Ich sollte mich beeilen und sie finden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Selene noch auf mich wartet, denn sie ist schon in meiner Gruppe. Blutbecken immer reichlich gefüllt. Als wenn das was nützen würde. Gucken wir mal, ob ich mit dem Blutbecken jetzt was machen kann. Nö. Okay, gehen wir mal schnell in den Sarg und schlafen mal. Meister, wir brauchen Vampire. Das sind ja ganz neue Erkenntnisse. Ja, danke, dass ich euch helfen konnte. Gruppe auffüllen war auch im Keller. An der Schatzkammer. Was ist denn da los? Moment mal, müssen wir da jemanden foltern? Ich dachte, das waren alles nur. Oder werden da aktuell noch die Leute gefoltert? Weil die müssen ja irgendwie übernommen werden. Es hat ja gesagt, es dauert eine Zeit. Meister! Ach, da werden schon Leute gefoltert. Diesem Raum davon überzeugen, sich der Sache anzuschließen. Vampire, die du herholen könntest, also ist es noch nicht geschehen. Wir werden sie schon bald gefügig gemacht haben. Ich schaue gerade, ob das was mit dieser Leiste zu tun hat. Ob die sich verändert. Es ist aber interessant, dass sie. Die scheint mit einem. Hat der gerade was von einem Magier gesagt? Nee, Vampirkriegerin, ja, ich dachte zumindest, das war ja die erste. Okay, dann sollen die mal ruhig machen, aber das scheint schon zur Hälfte erledigt worden zu sein. Wenn ich mir das so anschaue. Okay, dann habe ich noch keine Krieger, aber dann ist es los. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Leiste da verändert. Vielleicht verändert die sich aber auch nicht, während ich in Asgars Schloss bin. Ich meine, ich kann mir einfach. Den Werwolf wieder herholen.
Ja, Aska, Blutmangel, ich weiß. Wir suchen uns in der Stadt. Ich glaube, ich mache mal schnell einen Zwischenstopp in irgendeiner Stadt und saug da mal jemanden aus. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Bluttränke verbrauchen. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich möchte bitte in den ersten Stock. Da ging es nochmal wohin? Wo ging es nochmal in den ersten Stock? Ach, da. Okay. Moment, ich will noch mal einmal kurz was nachschauen. Dieser Skelett, das da oben diese Truhe gerettet hat. Also die scheint immer noch offen zu sein, weil es stand auch dabei, es gibt irgendwie bei der Deluxe-Version von Vampire Stone 3 gibt es eine Truhe, die sich immer wieder mit Bluttränken und so auffüllt. Und ich dachte, das könnte die vielleicht gewesen sein, weil die da oben sieht ein bisschen besonders aus. Aber das finden wir alles noch. Meister, ich werde euch immer dienen, da bin ich ja beruhigt. Seine dreckigen Stiefel. Ich meine, ich habe hier schon alles an... Moment, da unten ist eine Truhe, die ich noch gar nicht aufgemacht habe. Vampirstand, wie konnte ich denn bitte diese Truhe übersehen? Und 120 Fehler und 2 Blutessenzen und 2 Blutessenzen. Wie konnte ich denn das bitte übersehen? Gehen wir mal nach oben. Da. Ich bin so... Ah, die Weltkarte, sie wird sowas von mein sein. Ich werde mich auch in Gebieten rumtreiben, die vielleicht ein bisschen stärker sind. Ich habe jetzt genug... Nein, hast du nicht. Das ist Selins Sarg. Was für eine Ehre. Okay, anscheinend kann man sich in den Särgen gar nicht mehr heilen, so wie man das früher mal machen konnte. Das bedeutet natürlich, dass ich für die gute Selene einen Trank der Ewigkeit brauche. Und, ja, ich weiß, du hast Blutmangel. Das ist aber schon in Ordnung, weil ich werde jetzt in die Stadt fliegen und werde mich dort an einem Menschen laben. In irgendeine random Stadt. Vielleicht Linnak. Ich muss mal kurz schauen. Hatte ich eine Weltkarte? Es hieß gerade eben als Schlüsselgegenstände, glaube ich. So, hier siehst du großen Städte Festung. Farbe Markers, erkennst du welche? Steht dir den Vampiren rot oder den Krieger des Heiligen Kreuzzugs blau? Jetzt muss ich gegen Vampire kämpfen. Pah. Des Heiligen Kreuzzugs, diese schwächlichen Menschen. Krieger des Heiligen Kreuzzugs sind sehr stark und gerade bezeichne ich sie noch als schwächliche Menschen. Sei vorsichtig, wenn du die Städte besuchst. Ebenfalls auf dieser vielleicht entdeckst du noch weitere, das werde ich mit Sicherheit. Alatrin ist nebendran. Da sind Krieger, ich weiß nicht, ob das... Wo ist denn Linnak? Ach, Linnak ist da rechts oben. Ich probiere mal in Alatrin schnell irgendwo Blut zu saugen. Auch wenn ich jetzt keine Sonnenschutzmäntel dabei habe. Aber ich versuche da mal schnell zu saugen. Das liegt ja auf dem Weg zurück zu meiner Silbermine. Also noch nicht meiner, aber sehr bald meiner. Will nur ein bisschen Blut saugen. Endlich auf dieser Weltkarte rumzufliegen, nach so langer Zeit, oh Mann. Speichern. Du befindest dich umgibt mit Gegnern, die deutlich stärker sind als Aska und seine Begleiter. Totenkopf-Symbol rechts oben angezeigt. Entsprechende Fertigkeit erlernt, zusätzlich die Stufe angezeigt. Starke Gegner, Tug oder Taktik, außer bezwungen. In den meisten Fällen solltest du erst erkunden, wenn Aska stark genug ist. Intensiver Sonnenstrahlung, das auch noch. Begleiter leiden, hören keinen Schaden, allerdings Regenerationsfertigkeit blockiert. Und in solchen Gebieten Heiltränke nach einem Kampf, um die Punkte aufzunehmen. Ich will gar nicht lange hier bleiben. Ja, trinkt! Muss ich das unterbrechen? Ich glaube nicht, oder? Okay, cool. Okay, nee. Weg! Okay, alles gut. Gehen wir uns mal die Silbermine holen. Weil danach kann ich mit der Erkundung anfangen. Ich probiere dann vielleicht mit der richtigen Taktik. Vielleicht auf Level 10 fange ich, glaube ich, dann an mit der Erkundung.
Also momentan bin ich ja Level 5, 6, irgendwie sowas. Wenn die alle Level 10 sind, dann fange ich an, die neuen Orte zu erkunden. Dann habe ich zumindest noch einen weiteren Zauber. Bis dahin halte ich mich vielleicht mal ein bisschen an die Story. Oder ich fange schon mal an. Ich kann so vieles machen. Okay, jetzt gehen wir erstmal hierher. So, Silbermine. Damit sollten wir auf jeden Fall mal anfangen. Ah, da unten glitzert. Ah, das muss ich jetzt gleich mal testen. Wenn ich raten müsste... Nein, ich wollte eigentlich nicht auf die Weltkarte. Wenn ich raten müsste, dann sind die zufällig bestimmt. Das testen wir jetzt mal. Speichern. Trank der Klarheit. Will ich den behalten? Heilt blind, stumm bei allen Verbündeten. Ach was. Ja, 17 Fila. Was ist denn 17 Fila? Also so könnte man theoretisch, das ist wie in Vampire Stone 2 auch, wo die rumliegenden Gegenstände zufällige Sachen gegeben haben. Die Blutessenz ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Wenn ich jetzt mal nachrechne. Blutessenz gibt 25% BP. Es wären jetzt zum Beispiel bei Selene wären das jetzt 25 Blutpunkte. Das heißt, es ist auf demselben Level wie so eine Blutfiole. Allerdings wird diese Blutessenz später ganz schön wertvoll. Wenn die irgendwie 2000 Blut haben, dann halt es ordentlich Blut. Was heißt ordentlich? Hier ist eine Silbermine, richtig. Überrannt von Monstern. Müssen wir alle vernichten, bevor wir Silber abbauen können. Ja, dann komm mal her. Ja, da ist so ein kleines Gras in der Mitte. Kommst du da nicht dran vorbei? Komm, das war ein Wink Gottes. Ich soll wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich noch was ausrüsten kann, oder? Nee. Arune. Arune ist jetzt durch Runenmacht ersetzt worden. Ach, schau an. Ja, da kommen wir her. Viele Monster, bestimmte Magieresistenzen sind empfindlich. Schneegebieten, Monster, Kälte, üblicherweise nicht viel aus Feuerzauber, umso stärker. Unterschiedliche Resistenzen auszunutzen. Jawohl. Okay, fangen wir mal an. Ja, ich weiß Blut, aber holt euch erstmal Blut. Ja, den machen wir locker fertig. 17 Blut. Oh Mann, das muss ich so schnell wie möglich skillen. Weil, wisst ihr was, greift den einfach an. Ich will kein Blut ausgeben. Ja, kein Problem. So ist es in Ordnung. Und dann gehört die erste Mine gleich mir. Din, 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 din. Schwache Seele, 80 Erfahrung, wunderbar. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen leveln und kann dann die Vampire in Edoril alle mitnehmen, würde ich sagen. Okay, weiter geht's. Blutsaugen. Blutsaugen kann doch nicht mal Blutung verursachen. Wobei, das sollte ich mir für Bosse aufheben. Das kostet 40 Blutpunkte und der hat gerade mal noch 100. Naja. Ach, Moment mal, ich sollte so bald wie möglich versuchen, das Blutsaugen zu verbessern. Ich mach mal noch die Mine, dann sollte es die ersten Leute... Dann sollte ich die ersten Leute übernommen haben. Naja, das geht aber besser. Also gerade Selene, was ihr... Ja, okay, sie haben alle noch den falschen Fokus. Die falsche Haltung. Din, 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 din. Beziehungsweise nicht alle.
Ja, so muss ich wenigstens kein Blut ausgeben. Was Blut ausgeben geht, bin ich einfach viel zu geizig. Ja, und jetzt töte ich ihn. Beziehungsweise fast. Ich glaube, diese Verdammnisklinge wird eine ganz schöne lange Zeit lang tragen. Ich muss mal überlegen, ob mir noch einfällt, wo die Kirche war. Weil da war ja auch noch ein Pentagramm unten drin. Ja. Oder auch nicht. Die erste Silbermine. Wobei, eigentlich war es ja gar keine Silbermine. In Elaines Schloss hatte ich ja auch Goldbarren gekriegt. Ich denke einfach viel zu viel an Vampire Stone 1. Da ging es auch ständig um Silber. Ja, komm daher, ich muss sowieso euch alle töten. Ich würde mal gern ein bisschen Rachepunkte sammeln. Ich will mal diese ganzen Rachezauber hier benutzen. Brüllendes Oh, das können wir mal machen. Jawoll! Der hintere könnte eventuell auch bluten, nur ich sehe es nicht, weil er zu weit oben ist. So will ich das haben. Blutpunkte der Gruppe voll. Leben der Gruppe voll. Lass doch den Werwolf in Frieden. Ja, genau, die bluten beide. Ich könnte ja zumindest, wenn mir das Tutorial sagt, übrigens bist du hier in einer Eisgegend und da sind Feuerzauber sehr effektiv, dann könnte ich ja mal einen Feuerzauber benutzen. Genau in dem Moment, wo der gute Part der Musik kommt. Dünn, dünn. Dünn, 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 dünn. Level 6, schau an. Noch ein Kampf und dann leveln die anderen auch alle auf. Ah, kommt nur her. Schade, ich glaube, ich höre das Knarzen gar nicht von dem Schnee. Na, dann komm mal her. Das war's anscheinend auch schon. Das scheint schon der letzte zu sein. Pah, und du bist nur alleine, lächerlich. Ja, komm, nimm mir mal einen Feuerball her. Wildes Schlitzen. Ja, komm, hier, gib ihm. Ach, dieser Werwolf. Boah, 415. Sehr schön. Die Leute ziehen mit dem Level nach. Das müsste gewesen sein. Das waren alle Monster. Die Mine ist einsatzbereit. Den ersten Skelettdiener. Ohne Seelensteine. 5 normale Seelensteine bräuchte ich dann bitte. Wahrscheinlich steht er genau da in der Mitte, oder? Meister! Die muss wieder in Betrieb genommen werden. Meister! Kein Problem. Ist einfach zu schiffen. Skelettdiener. Ach, guck an, dann brauche ich irgendwann später bessere, um in anderen Gegenden zu schürfen. Alles andere ist inaktiv. Sprecht mich erneut an, wenn ihr weitere Diener wollt. Silbermine betrieben, musst du Seelen verwenden, Diener zu erschaffen, die das abbauen. Jeder Diener Produktivitätsstufe der Mine um 1 bis zu einem Maximum von 10. Erschaffe jetzt mit deiner bisher gesammelten Seelen, Diener komme wieder genug Produktion weiterzuführen. 2500 EP. Das ist für ein Level gereicht. Der Asker kriegt direkt. Moment, das hat für 2 Level gereicht oder so. Selene war gerade noch Level 6. Meister! Meister, Skelette, Brunnen, das kostet euch 4 von, das ist ja gar nichts. Los geht's! Mine befindet sich Produktionsstufe 1, da geht noch mehr. 4 von euren 29, ja natürlich. Vollbracht, Stufe 2, 4 von euren, ja los! Es erinnert mich so an Vampire Stone 1. Ich habe dieses System schon immer geliebt. Da muss ich jetzt direkt ein paar Seelen farmen. Ich will es direkt auf Stufe 10 haben. So, 5. Ja, 8, 12, dreimal geht noch.
Zweimal. Einmal. Ah, das müsste es gewesen sein. Produktivitätsstufe 8. Ihr habt momentan leider nur eine. Pff, ich komme wieder. Meister, ich schürfe Silber. Wage es bloß nicht aufzuhören. Niemals. Im Einser hat man noch so dumm, 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 dieses Schlagen gehört, wenn sie mit den Spitzhacken auf die Wand eingeschlagen haben. Ich habe das geliebt. Dumm, 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 dumm. Okay, wunderbar. Das sieht doch gar nicht mal übel aus. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Seelen. So, jetzt kommt mal Geld rein. Ich könnte mal in Askas Schloss jetzt schauen, ob es den ersten Vampir schon umgedreht hat. Also die erste Vampirkriegerin. Und das mit den Fahnen. Der Entwickler hat es seit dem 1er immer mehr verbessert, die Weltkarte. Immer mehr verbessert. Beim 1er war es so, dass die Fledermausverwandlung grundsätzlich 20 Blut, glaube ich, gekostet hat, was am Anfang ziemlich viel war. Und dann hat man diese Orte nicht wie jetzt einfach so aufdecken können, sondern du musstest direkt da drauf laufen. Das heißt, es hat lange gedauert, das Zeug zu finden. Dann gab es auch keine Fahne. Im 2er war dann die Fledermausverwandlung, hat nur ganz langsam Blut abgezogen und die Verwandlung selber gar nichts. Das heißt, man hat für einen Meter hat man nicht immer 20 Blut ausgeben müssen, um diese Verwandlung zu machen. Und es wurde mit einer Fahne markiert, wenn man diese Orte schon gefunden hatte. Und jetzt ist es einfach noch viel besser. Es wurde immer besser gemacht. Okay, man sieht, okay, diese Leiste geht runter. Ich dachte, die geht hoch, aber sie geht wohl runter. Ist das immer noch derselbe? Ah, Moment mal, wir werden diesem Vampir Magier geführt. Moment mal. Sekunde mal, das heißt, die anderen, es ist schon jemand bereit. Ah, guck an. Guck an, guck an. Vampirkriegerin. Na, wen haben wir denn da? Vampirkriegerin beherrscht. Direkt Level 8, da ist sie ja. Wobei, nein, der Werwolf gehört schon dahin, das passt schon so. Eisensäbel, sag mal, hat die einen besseren Säbel als... Boah, die hat einen besseren Säbel als Selene. Pfuh, von wegen. Pfuh, so weit kommt sie ja gerade noch. Okay, damit sollten einige Sachen schon mal leichter geworden sein. Jetzt bin ich kurz vor Level 10. Jetzt könnte ich eigentlich die restlichen Vampire in der Stadt noch vermöbeln, dass ich die Stadt auch zu 100% abgeschlossen habe. Und könnte dann weitergehen. Mein Linnak ist ja wohl mein nächster Ort, den ich machen soll. Aber ich glaube, ich gehe zurück und mache erst die Eisstadt da oben fertig. Dann kriege ich auch gleich noch, wobei Seelen kriege ich nicht, wenn ich die übernehme. Ja, ich brauche irgendeinen Ort, wo ich ein paar Monster farmen kann. Ich brauche jetzt dringend ein paar Seelen. Da ist ja der Unterschlupf. Tja, da sind wir, Edyrhil, die arme Stadt. Das erinnert mich wie die erste Stadt aus The Seat of Heretics. Das sind so die Bauernopfer gewesen. Da ist einfach alles und jeder umgebracht worden. Ich speichere vorsichtshalber mal ab, weil die sind, glaube ich, ziemlich hart. Bist du eine Magierin? Hey, ihr, da habt ihr irgendwelche Städte, irgendwelche Soldaten des Heiligen Kreuzzugs in der Nähe gesehen? Wer ist das denn? Gehört zum Moment den freien Vampir, die Sicherheit trügt. Angriff des Heiligen Kreuzzugs, die meisten nicht überlebt. Das könnte eine von denen sein, die ich dann foltern. Also die in so einer extra Kammer aufbewahrt wird. Ich denke sogar, die meisten Vampire ab der vierten Generation den Krieg nicht überleben. Warum kümmert dich das? Naja, ich plane, die Anführerin dieser Stadt zu werden. Das geht natürlich nur, solange die Stadt überhaupt noch Vampire existieren. Viel Glück dabei. Naja, danke. Soldaten entdecken, gib mir bitte Bescheid, mal schauen. Ach, guck an, die will die... Ich leg dich um, Mädel. Mädel! Haben wir die richtigen Haltungen? Alles Kampfhaltung. Die sieht mir mehr wie eine Magierin aus, aber testen wir es mal. Verflucht, was soll... Befindet sich nun... Das ging ja einfach. Gerade auf deinen ersten ganz besonderen Vampir...
Was, du bist gerade dein. Du hast gerade deinen ersten Ganzen gefangen genommen. Dieser befindet Kerker Askas Schloss, sind nicht in der Lage, mittels Folter gefügig zu machen. Ein Beherrschungsring, um ihn zu versklaven. Einen solchen Ring besitzt, geh zu dem Vergangenen und benutze ihn. Cool. Erinnert mich auch sehr an die Seat of Heretics. Okay, komm, wo sind die? Ah, da ist noch jemand. Bist du? Was bist denn du für ein? Hey, ihr, da seid ihr wirklich die, für die ich euch halte? Ich hab gehört, hier sind Vampire abhanden gekommen. Stimmen die Gerüchte über dein magisches Hals? Woher weiß er das denn alles? Bist du fertig mit deinem Gerede? Uns gehört Adderall jetzt. Keine Sorge, ich hege einen Groll gegen euch, solange ihr keine Probleme habt. Ich hab ganz viel Glück gehabt. Aber zu viel Blut soll Säbel irgendwann noch Rost ansetzen. Rost? Was ist ein Scherz oder was? Willst du noch irgendwas, sonst würden wir wirklich weiter... Nein, warte deinen Augenblick. Aber etwas, das ihr, bei dem ihr perfekt wärt. Wichtige Aufgabe für euch, die nur ihr erledigen könnt. Bezahlung ist erstklassig. Überzeugt mich. Hier ein Beutel, muss dringend ins Schloss Farren. Sehen wir wie Laufburschen aus? Hulien-Skelett, naja, ich bin im Schloss nicht, naja, besonders gern gesehen. Vampire dort, die dringend auf den Beutel warten, aber niemand anderem zeigen oder geben. Ja, eine passende Belohnung, da würde ich gerne mal reingucken. Erinnert mich auch ein bisschen an die Rose aus Vampire's Dawn 1. Ich wusste es, ihr seid genau die, die ich jetzt brauche. Alle anderen sind viel zu unzuverlässig. Ihr macht das bestimmt nicht, oder? Wie wäre es mit einer magischen Rune und einer Menge Phila? Wichtig ist nur, dass ihr den Beutel auf keinen Fall öffnet, sonst wird der Inhalt zerstört. Ich überbringe ihn. Was? Sehr gut. Bringt den Beutel zu Guts in Schloss Ferry. Nur er darf ihn öffnen. Ihr bekommt einen Zettel. Bringt ihn mir und ihr erhaltet eure Belohnung. Das ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Es gibt den verdammten Beutel schon her. Mir gefällt dein Elan, Aska. Blutiger Beutel, ein Blutfleck und wiegt fast nichts. Nur wenn ihr die Belohnung nicht öffnet, ihr kann es gar nicht auf keinen Fall öffnen. Ja, darin war sofort zerstört, also wahrscheinlich mag er uns genauso wenig wie alle anderen freien Vampire und er rechnet fest damit, dass wir ihn aufmachen. Und wenn wir ihn aufmachen, passiert irgendwas Schlechtes oder so. Naja, er hat einen magischen Handschuh, mit dem das klappt, ohne dass der Inhalt zerstört wird. Von wegen. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Viel Erfolg. Ja, äußer für dem, sei still, ich habe entschieden. Ah, mir fällt noch was ein. Vampire, die haben Macht, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen, und danach im Zauber zu nutzen, der sie in der Zeit zurückbringt, in der sie das nicht getan haben. Was? Ihr beherrscht diesen Zauber nicht. Was auch egal wäre, die Zauber funktioniert ohnehin nicht. Beutel geöffnet habt, ist der Inhalt unwiederbringlich zerstört. Wichtig ist, dass ihr den... Ja, das sagt ihr jetzt zum 10. Mal. Schön, na dann bis dahin. Ach, guck an, diesen Zauber scheint es dann vielleicht wirklich zu geben. Ja, komm, ich muss es tun. Boah, das ist ein Zeichen, ich sollte ihn nicht öffnen. Das ist ein Zeichen, ich sollte ihn nicht öffnen. Speichern. Was, schau mal, was ich hier befinde. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf... Auf wen habe ich ihn angewendet? Elaine, glaube ich. Du machst ihn wirklich auf und ob. Eine abgeschnittene Hand mit einem Ring am Finger. Guter will ganz offensichtliche Botschaft überbringen. Vampiren Schloss Farren kann mit dem Ring etwas anfangen. Zwei Optionen. Wir nehmen den Ring, lassen es gut sein. Magisch sicherlich sehr nützlich. Überbringen ihn und schauen, was die ganze Sache weiterentwickelt. Das könnte auch spannend werden. Wenn mit dem nichts mehr zu tun habe, ist nicht so, als könntest du weggehen, Elaine. Muss, nimm den Ring, wir widmen uns sinnvolleren Dingen. Ring des Magiers, der ist wirklich mächtig, das hat sich gelohnt. Den Beutel brauchen wir nicht mehr. Ja, so, wem die... Ich werd die Quest erledigen. Wie ich auf seine Hand aufpassen kann, hat es auch nicht besser verdient. 300 EP. Schauen wir uns den Ring mal schnell an. Verleiht den Zauber Schattenfeuer. Wobei da nur drei magischen Angriff gibt, kann ich mir jetzt nicht vor... Ich schau mir den Zauber mal schnell an. Ich werde aber, wie gesagt, die Quest sowieso machen. Ich will aber mal kurz gucken, was der Zauber Schattenfeuer wäre.
Ich werde sowieso gleich neu laden, also komm einfach her. Verflucht, was? Okay, schauen wir mal. Aska verdoppelt sein... Ach ja, Moment, das war der sechste Sinn. Weltkarte, Weg zu einem bereits entdeckten, einem noch unerforschten Ort mit passender Schattenfeuer. Verursacht immer 1500 Schattenschaden. Also 1500 Schattenschaden ist natürlich nicht schlecht, vor allem jetzt am Anfang. Also 1500 ist wirklich gar nicht mal schlecht. Diese Stadt ist nun unter der Kontrolle der freien Vampire. Niemand wird sie uns wegnehmen. Freie Vampire, so. Wer hat denn die Stadt überhaupt erobert? Wen interessiert das, wer das hier war? Die Stadt ist nun unser. Ja, der Heilige Kreuzzug kommt übrigens auch bald. 1500. Verflucht, was? Ich muss mal gucken, ob das den anderen stört. Ah, das kann ich aber nicht machen. Ich will wissen, was die Quest bringt. Ich will wirklich wissen, was diese Quest bringt. 100%ige Chance auf Blutung. 115, naja. 124, naja. Ja, Selene macht noch nicht wirklich viel Schaden. Naja. 1500. Wie viele Kämpfe das am Anfang jetzt leichter machen würde. Aber ich werde halt nie... Ich will die Quest machen. Tötet ihn einfach. Beziehungsweise macht ihn gefügig. Nee, ich will die Quest machen. Vampirkrieger gefangen genommen. Ja, weil die, die Menschen sind oder die diese freien Vampire sind eh zu nichts mehr nütze. Hast du eigentlich was dagegen, dass ich den getötet habe? Ich weiß, ihr habt die noch nicht überbracht. Los, redet mit den Vampir namens Guts. Warum Teufel nimmst du sowas an? Der Transportjungen? Ja, schnell verdiente Belohnung. Beutel aufmachen, Inhalt nehmen und weiterziehen. Ich glaub doch nicht den Unsinn eröffnen, dass der zerstört wird. Das kann er sonst wem erzählen. Ihr werdet schon sehen, wie ich weiter vorgehe. Beutel im Inventar, Schlüsselgegenstände benutzen, Blick hineinzuwerfen. Das wird Konsequenzen haben. Ja, das habe ich bereits schon getan. Wer ist denn das? Konstantin. Endlich habe ich einen Ort gefunden, Ruhe meine Fertigkeiten weiterentwickeln kann. Diese Stadt ist perfekt. Still in der Stadt hervorragend geeignet, mentalen Fähigkeiten zu optimieren. Zweimal eingenommen und Leichen reden nicht, deswegen ist es hier so ruhig. Und sie faulen nicht. Hoffentlich räumt die wie jemand weg. Ich will nicht, dass Salina sie sieht. Kleine Mädchen hier, das ich beschütze. Austausch, teilt sie ihr Blut mit mir. Was? Das macht sie mit Sicherheit nicht freiwillig. Ihr geht's gut, wirklich, den Umständen entsprechend. Eltern verloren und jetzt, naja. Was für ein toller Beschützer. Es klingt irgendwie anrüchig, naja. Nur wegen mir lebt sie überhaupt noch. Ja, scheint's gut, so ist es. Ihr geht's gut, naja. Viel Spaß mit deiner Rolle. Reden wir doch mal mit ihr. Boah, ein menschliches Kind? Wie ist denn dein Name? Sicher nicht der richtige Platz, möglicherweise. Das ist nicht unser Problem. Ja, ich würde mal sagen, den Konstantin machen wir fertig, oder? Konstantin! Ich würde mal sagen, die nehmen wir gefangen. Ich meine, dieser um sie tut es mir zwar ein bisschen leid, aber ich meine, der benutzt sie als wandelnde Blutkonserve. Hey, Moment, zu spät. Vampir-Magier gefangen genommen. Naja, Magier schadet nicht.
Wieso sagt sie denn nichts? Moment mal, ich kann das Kind... Kinder können nicht kämpfen und würden nur Ärger machen. Oh, das hat mit Sicherheit 15 Millionen schwache Seele drin. Das hat mit Sicherheit... Nee, das kann ich nicht machen. Das hat mit Sicherheit 15 Millionen Menschlichkeit abgezogen, das arme Kind zu killen. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, das habe ich gerade schon... Das kann ich nicht machen, also nee. Ich glaube, ich nehme den Vampirkrieger nochmal mit. Es war aber anscheinend kein besonderer. Weil es hieß dann einfach nur Vampir... Es hieß dann einfach nur Vampir-Magier gefangen genommen. Und es hieß nicht... Dass es irgendein besonderer war. Lass doch mal den Werwolf in Frieden! Nee, das mache ich nicht. Also zumindest töte ich die Kleine nicht. Ja, mittlerweile sind die ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie viele von diesen Kriegern ich noch übernehmen soll. Ich meine, wobei, Moment mal, ich muss eine ganze Menge übernehmen. Schließlich muss ich die ja opfern. Moment mal, ich kann gleich mal gucken, ob ich den ersten opfern kann. Ich müsste jetzt ja schon mehrere übernommen haben. Schauen wir mal schnell. Es würde wahrscheinlich auch per Zuflucht gehen, aber so spare ich mir ein bisschen die Blutkosten, außer die Gegner sind noch hier. Oh, die sind ja noch hier! Meint ihr, das überlebe ich? Meint ihr, das überlebe ich? Und linksrum ist aber auch... Drücke die Escape-Taste, um zu fliehen. Also was ich jetzt mache, ist, ich werde das per... Ich will, wie gesagt, weiterhin nicht fliehen. Ich werde das versuchen per... Machen wir einfach schnell Zuflucht. Das müsste auch gehen. Askas Schloss, Askas Halle der Opferung. Da sind wir wieder. Ich müsste die ersten Leute haben, die ich übernehmen kann. Lass mich mal schnell hier nochmal anschauen. So, Umwandlungstyp, Umwandlung, Seelenumwandlung. Ah, Blutsaugen und Blut ist genau das, was ich haben will. Also das Erste, was ich haben will, sind die Werte hier. Blutsaugen bei Menschen in Städten füllt den Blutvorrat nun um 100%, also immer voll. Das ist nicht schlecht. Blutsaugen kann im Kampf nun Blutung verursachen. Ich hoffe, das saugt dann auch mehr. Ach, ich habe keine Seelen. Ach, ich habe völlig vergessen, dass ich keine Seelen habe. Dann kann ich mir auch das Blut sparen, hierher zu kommen. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn, meine lieben Leute. Ich werde den Vampir jetzt umhauen und danach werde ich mir die Stadt Adderall fertig anschauen. Und danach werde ich mir die Stadt Adderall komplett angucken. Das heißt komplett angucken, ich war ja schon mehrfach hier. Aber ich will die ganzen Vampire töten. Es fühlt sich irgendwie falsch an, Städte zu haben, wo überall alles voller Vampiren ist. So machen wir das mal. Aber die Stadt mache ich jetzt erst noch komplett weg. Vielleicht, ich glaube, ich lasse auch den Vampir-Magier, den ich umgewandelt habe, der eigentlich einen Namen hatte, lasse ich mal am Leben. Nicht, dass der noch für eine Quest gebraucht wird. Oder so. Ja, nicht, dass der noch für eine Quest gebraucht wird. Schauen wir mal. Okay, soweit, so gut. Jetzt werde ich mich in der Stadt mal ein bisschen umgucken. Das werden wir in der nächsten Runde machen. Und gucken mal, was hier noch so passiert. Ich bin gespannt. Jetzt brauche ich aber noch dringend ein paar Seelen, dass ich hier mal weiterkomme. Ich will die Mine auch noch fertig machen.
So, wir sind auch noch bald Level 10, können den zweiten Zauber anlegen, wir kommen voran. Liebe Leute, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir uns mal und löschen gucken uns mal die Stadt an und löschen sie zum zweiten bzw. dritten Mal aus. Bis dann.